Sein Sohn ist jetzt unterwegs. Mario Stevens mit Corlander. OLD, also eine oldenburgische Stute, zehnjährig von Cordalme. Muss da weiter galoppieren, auch zum Steilsprung hin. Stute hat eher einen bisschen kleineren Galopp, aber eine unwahrscheinlich schnelle, hohe Frequenz in der Galoppade. Das hilft dir einfach in einer solchen Situation der Dreifachen. So, aufpassen. Dieser hohe Steilsprung. So, jetzt die Zweifache. Einer der Lokalmatadoren, Mollbergen, das liegt ja nicht weit weg hier von Bremen. Was ist hier los, wenn der Null bleiben sollte? Was wäre hier los? Und da ist was drin jetzt hier. Noch einer. Und dann wäre er im Stechen mit dem Schweizer Freimüller. Mario Stevens erreicht es. Jawohl. Und Vater Erich ist glücklich. Und da sehen Sie Alt-Bundestrainer Herbert Meyer, der ist auch glücklich. Tja, das sind Big Points, sagt man so schön im Reitsport, wenn man dann zu Hause sowas hinkriegt. Wo ja viele Freunde, Bekannte, Verwandte auch in der Halle sitzen. Und eine Stute, die in den letzten Monaten an Format gewonnen hat, zu einem echten Grand Prix-Pferd gereift ist, mit einem der Hoffnungsträger der jüngeren Männer im Sattel, Mario Stevens, der ja 29 Jahre alt ist, also kein Jungspund mehr, aber doch zu diesem Jungen kommen nun der 29-Jährige aus Mollbergen, Mario Stevens. Mit der Oldenburger Stute Corlander, mit der in Oldenburg 5. war im November, im Dezember in Frankfurt 10. im Grand Prix und Anfang Februar in Offenburg den großen Preis gewann. Der nicht ganz so schwer war natürlich wie dieser große Preis hier, die Euroclassics in Bremen, aber sie ist ein so schnelles Pferd. Achten Sie mal auf die Zeit. 37 Sekunden hatte der Schweizer. Deutlich schneller und vor allem Null. Und das ist eine Zeit, mit der muss ich wirklich jetzt hier rund Doppeldamm auseinandersetzen. 0:33.55. Bremen jubelt. Mario Stevens aus Mollbergen. Und Corlander. Starker Auftritt. Er hat viel gelernt in jungen Jahren als Reiter von Gilbert Böckmann. Trainiert immer wieder, da schon seit Jahren mit Ludger Beerbaum auch immer zusammen. Und hier ist Vater Erich am Mitspringen und er freut sich. Das war einfach klasse. Und das macht so spannend. Denn kein geringerer als Jeroen Doppeldamm kommt. Der Mann, der schon zweimal knapp gewonnen hätte hier. Mit dem legendären Deschem, das ist vor 10 Jahren gewesen.